Du bist immer auf der Suche nach neuen Inspirationen, wie du deine nächste Präsentation in PowerPoint noch besser gestalten kannst? Dann schau dir an, wie einfach du diese Animation anfertigen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie man das Ganze anfertigt. Dazu gehen wir nach oben zu einfügen, gehen dann zu Formen, runter zum Rechteck und suchen uns das Rechteck, wo eine Ecke abgerundet ist. Klicken also drauf und können das Ganze erstmal so groß ziehen, wie wir das Ganze haben wollen, auf der Folie und sich selbst. Bis damit zufrieden erstmal, wie das Ganze aussieht, ist der nächste Schritt, dass wir nach oben gehen zum Drehen. Sagen, das Ganze soll horizontal gespiegelt werden. Und im nächsten Schritt sagen wir natürlich hier oben bei diesem schönen gelben Punkt, dass das Ganze etwas kleiner ziehen, die Rundung. Das heißt also ungefähr so, ist wie gesagt hier an dieser Stelle dir überlassen und können das Ganze jetzt noch etwas größer ziehen, so wie du es haben möchtest. Bist du damit zufrieden, wie das Ganze aussieht, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir diese Form jetzt noch zweimal duplizieren, sodass wir das Ganze dreimal haben. Haben wir das Ganze jetzt dreimal vorhanden, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir alles markieren. Gehen nach oben zur Ausrichten und sagen, das Ganze soll horizontal verteilt werden, so dass wir es gleichen Abständen jetzt haben. Bist damit zufrieden auch, wie das Ganze jetzt aussieht, ist der nächste Schritt, dass wir an dieser Stelle sagen, wir wollen das Ganze jetzt farblich unterzeichnen. Das heißt also, wir gehen hoch zur Fülleffekte. Wir sagen jetzt hier einfach mal, ich nehme eine rote Farbe. Hier an dieser Stelle ist es dir überlassen, welche Farbe du haben möchtest. Und wenn es ist, bei den restlichen zwei Formen noch an. Im nächsten Schritt wird das Ganze jetzt noch mal markiert, alle Formen. Gehen nach oben zur Formkontur und sagen jetzt natürlich, wir wollen keine Kontur haben. Ist das bewerkstelligt, ist natürlich, dass wir hochgehen zu Formeffekte. Sagen bei dem Schatten natürlich, dass wir das Ganze hier Offset oben links haben möchten. Kannst das Ganze natürlich hier an dieser Stelle eine andere Schattierung haben. Möchtest du dasselbe machen, mach das genauso. Nun haben wir das Grundlegende fertig. Im nächsten Schritt ist jetzt noch so, dass wir das Ganze mit dem Text und mit dem Piktogramm oder sonstigem versehen können. Bis damit fertig ist im letzten Schritt hier an dieser Stelle, dass wir sagen, wir wollen das Weiß auch verschwinden lassen. Das heißt also mit Rechtsklick draufklicken, wir gehen runter zu Hintergrund formatieren und können jetzt hier bei der einfarbigen Füllung hier unten bei der Farbe sagen, wir wollen zum Beispiel eine Farbe nochmal im Rotton haben. Bis damit fertig, können wir das Ganze wieder schließen und wir können hier noch den Titel einfügen. Sind diese Dinge erledigt, ist natürlich jetzt so, dass wir hier sagen, wir wählen zum Beispiel diese Form aus, natürlich das Piktogramm, den Titel und natürlich den Text aus. Sagen mit Rechtsklick natürlich, dass wir übergruppieren, das Ganze kopiert haben wollen. Jetzt ist es so, dass es nach vorne gekommen ist und wir können das Ganze einfach wieder in den Hintergrund bringen. Das heißt also, wir wollen das Ganze in den Hintergrund schieben. Das heißt, wir gehen einfach in den Hintergrund. Können jetzt das Ganze mit der ersten Folie genauso machen oder was sagt mit der ersten Form. Haben wir alles gruppiert und wieder alles so in die Reihenfolge gebracht, wie wir das Ganze haben wollten. Ist natürlich jetzt so, dass wir hochgehen zum Anordnen, gehen dann zum Auswahlbereich und schauen uns das Ganze mal an, was wir hier angestellt haben. Und sehen jetzt hier bei den Gruppierungen, dass wir vielleicht ein bisschen durcheinander kommen könnten. Das heißt also, wir können das Ganze nochmal umbenennen, um uns das Ganze einfacher zu machen. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, können wir das wieder schließen, denn jetzt zoomen wir ein bisschen raus. Wir wollen jetzt alle drei Formen, die wir hier reingebracht haben, natürlich noch mit einer Animation versehen. Das heißt also, wir gehen nach oben zu Animationen, suchen uns das Einfliegen raus und können über die Effektoptionen auf der rechten Seite sagen natürlich, dass wir das Ganze von rechts haben wollen. Nun wollen wir das Ganze noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt zum einen, dass wir nach oben gehen zum Animationsbereich, können hier dann zum Beispiel sagen, dass wir das Ganze mit dem Vorgehen beginnen haben wollen. Ist das getan, ist natürlich auch zum Beispiel hier oben bei der Dauer, dass wir sagen, das Ganze soll ein bisschen länger dauern. Und wir können zum Beispiel sagen, die zweite Form, dass das Ganze zum Beispiel eine Verzögerung hat und die dritte Form genauso. Aber natürlich ein bisschen weiter verzögert. Ist das alles erledigt, können wir wieder hier unten alles markieren, mit Rechtsklick draufklicken, sagen bei den Effektoptionen, dass wir ein gleitendes Ende haben wollen. Das heißt also, wir können zum Beispiel sagen, bis zum Ende ziehen, können das Ganze dann wieder schließen mit OK drücken und wir können uns einfach mal anschauen, was wir überhaupt angestellt haben.
Wie du sehen kannst, liebe Zuschauer, sind wir genau dann gekommen, wo auch hin wollten. Wir haben also auch das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergesst zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, The Code 99, in PowerPoint verpasst. Also bis zum nächsten Mal.